Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei neuen Tagesbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es für dich für heute und für morgen mit Sicherheit etwas bereithalten. Heute gibt es die Lennemore-Karten natürlich als Hauptüberschriften, da werden wir natürlich wieder drei Karten von ziehen. Dann habe ich das Feenorakel, davon ziehe ich eine Karte und eine Energiekarte als Unterstützung auch. Bin ganz gespannt, was wir da gleich alles erfahren dürfen. Denkt dran, ihr Lieben, ein Abo ist kostenlos. Ich freue mich da mega drüber. Und vor allen Dingen ist es ja ganz wichtig, dass ihr jetzt immer die Glocke auch aktiviert, weil sich bei mir hier auch ständig auch was ändern kann. Ne? Ich bin jetzt da in meiner Findung, wie ich das zeitlich alles schaffe und wie es euch gefällt. Und deswegen nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ihr wisst auch, wenn ihr das gerne auch hier weiter auch schauen wollt, dann freue ich mich mega über den Daumen hoch, denn das bestätigt mich. Und wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann, ja, dann wisst ihr auch, dass ich an sich super viel zu tun habe, meinen Trainings und Coachings. Dann ist das eine Sache, die natürlich dann auch, ja, ich sag mal, nicht unbedingt dann bei mir immer reinpasst. Aber ich mache es ja auch von Herzen gerne und auch für euch vor allen Dingen, weil ihr euch das an sich ja auch wünscht. Okay, so. Jetzt würde ich aber sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten hier. Und zwar nehme ich mir heute diese Karte und diese Karte für uns. So, und da schauen wir mal, was wir hier haben. Da haben wir einmal die Wege, da haben wir den Baum und da haben wir den Anker. Sehr schön, könnt ihr alles sehen? Ja, auch sehr schön. Alles muss ja hier auch stimmig sein, ne? Ja, die Wege, die Entscheidungen, die neuen Wege. Und das mit dem Baum dann halt auch und dem Anker heißt hier wirklich, hier kommt Stabilität, hier kommt wirklich Wachstum rein. Und das zum einen hier im Berufsdinge mit den Anker, ne? Also es kommen Entscheidungen jetzt auf dich zu, die dich auch vielleicht auch endlich mal wieder in ein neues Wachstum begeben, beruflich gesehen. Vielleicht möchtest du was verändern oder sagst dir, ja, bei manchen vielleicht Zeitverträge, ne, mit Zeitarbeitsfirmen oder befristete Verträge, da kommen jetzt Entscheidungen, soll ich das weiter verfahren, soll ich hier weiterbleiben, ne, dass du vielleicht da deine Gedanken machst, weil dann wird es auf jeden Fall hier fundamental auch ja, anders aussehen. Vielleicht gibt es auch mehr Geld, ne, wie auch immer, es gibt auf jeden Fall mehr Sicherheit. Auf der anderen Seite kann auch sein, dass ihr eine Entscheidung auch oder ihr vor einer Entscheidung steht, dass ihr beruflich eine Veränderung auch anstrebt, weil ihr endlich auch in eure Energie, in eure Kraft, in eure Vitalität kommen möchtet. Der Baum, der spricht ja auch für die Vitalität, für Kraft, für die eigene Kraft und dass man da vielleicht manchmal was verändern möchte, weil man kann nicht mehr. Vielleicht ist es auch so, dass ihr im Job an Mobbing grenzt und ganz Schlechtes erfahren habt und ihr nur noch da seid, weil ihr Geld verdienen müsst. Ne? Das ist auch dann schön. Hier geht es darum, dann auch Entscheidungen treffen, dass man beruflich auch wieder für sich ein gutes Gefühl hat, dass man beruflich auch für sich die Entscheidung auch jetzt fällt, nein, ich möchte, dass es mir wieder gut geht. Mir geht es nicht gut. Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte vielleicht. Dann hast du hier das Signal, hier kommen Entscheidungen auch diesbezüglich auf dich zu, dass du wieder da Stabilität auch erfährst, ne, in beruflichen Punkten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch hier angezeigt mit dem Anker diese Verfestigung und Baum und Anker zusammen, das ist ja hier mega, ne? Eine richtige Verwurzelung, ein richtiges Ankommen, Entscheidungen vielleicht auch zu treffen, dass man vielleicht auch umzieht, dass man sich nicht mehr da in seiner Umgebung wohlfühlt, dass man sagt, ich muss was verändern, ich muss mich hier verwurzeln, ich möchte woanders wachsen, ich möchte woanders Stabilität haben, ich muss hier raus, ne, damit ich auch wieder meine Kraft bekomme. Und diesbezüglich stehen auch Entscheidungen an oder wirklich, vielleicht man hat manchmal auch diese Verankerung mit dem Baum ist ja etwas auch für mich, was sehr, sehr langes auch. Und es kann sein, dass man gerade Entscheidungen treffen möchte, ob man irgendwas kauft, sich was zulegt, ne? Und ja, ich sag mal, jetzt Hauskauf vielleicht auch, ne? Das ist natürlich auch mal ein großer Brocken. Und natürlich macht man dann oder man kauft ein Haus ja nicht für ein Jahr, sondern es soll ja eigentlich ein Lebensmittelpunkt sein, manchmal auch eine Altersvorsorge etc., ne? Und es kann auch sein, dass hier auch Entscheidungen kommen, neue Möglichkeiten auch. Auf jeden Fall alles das, was wirklich so zu der Verankerung jetzt, wenn es auch häuslich gesehen ist oder beruflich gesehen ist, ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv, weil es geht in diese Entscheidung, es geht auch in diese Möglichkeiten, dass man sich da auch setteln kann, dass man auch wirklich da auch ankommen kann. Natürlich dürft ihr dazu alles selbst beitragen. Das kann euch keiner im Außen
Da dürft ihr schon auch in die Mache gehen, auch in diese Positivität und das auch annehmen. Und der Anker an sich ist auch für mich nochmal dieses auch Ankommen, vielleicht auch familiär, auch mit Partner, Partnerinnen, wo man auch vielleicht die Entscheidung trifft, wollen wir noch weiter vorgehen, wollen wir manchmal auch uns trennen, ist es wichtig, dass wir uns das jetzt nochmal, oder ist es wichtig, es ist immer wichtig, wenn die Liebe da ist, ist immer wichtig, es auch sich nochmal anzuschauen, dass man nicht irgendwo ja, Tabula Rasa macht oder irgendwo Entscheidungen trifft, wo man nicht 150%ig hintersteht. Ne? Und es kann gut auch sein, dass man da nochmal mit sich da auch ins Gericht geht. Ne? Dass man für sich sagt, ne? Will ich das für mein Leben? Möchte ich da eine Veränderung? Möchte ich mit diesen Menschen, es können ja auch mehrere Menschen sein, weiter den Weg gehen? Oder möchte ich mich auch lösen? Oder möchte ich jetzt, oder bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich die Entscheidung treffe, ich möchte und will jetzt sofort ankommen? Das ist ja manchmal dieses bockige Kind in uns. Ja, aber das ist auch gut, weil dann haben wir auch diese Entscheidung gefällt. Wir wollen das auf jeden Fall. Und dann haben wir hier Wachstum mit der Verankerung. Und das ist super schön, aber wir müssen, dürfen, sollen, wie ihr es auch immer nennen wollt, diese Entscheidung erstmal treffen. Die ist ganz, ganz wichtig. Und die Entscheidungen werden uns ja auf dem Präsentierteller bei dem einen oder anderen auch wirklich vorgelegt. Der eine oder andere möchte jetzt sagen, oh, ich habe gar keine Entscheidungen zu treffen und ich sehe gar keine Perspektiven, ich habe gar keine neuen Möglichkeiten. Ja, dann veränder was, dann kommst du auch in diese neuen Möglichkeiten. Dann hast du neue Potenziale für Wachstum und für eine Verankerung, für Wachstum in Jobangelegenheiten, Wachstum vielleicht auch in der Selbstständigkeit. Der Anker steht hier als dritte Karte oder beziehungsweise an einer von nur drei Karten. Deswegen ist es zwar der Turm, ist die Selbstständigkeit normalerweise, aber natürlich ist hier auch mit dem Anker, das ist nun mal unser Berufsleben, ob selbstständig oder nicht selbstständig. Und vielleicht ist es auch so, dass wir oder dass die Menschen, die in der Selbstständigkeit sind oder vielleicht das gerade auch starten wollen, da Entscheidungen noch mal treffen dürfen, um was verändern, vielleicht eine andere Richtung eingehen, was dazulernen dürfen, etwas da noch mit reinbringen dürfen, was hier Potenzial hat, um langfristig auch hier da wieder aufzubauen oder neu aufzubauen, sein Glück in der Selbstständigkeit. Ne? Also hier steht viel mit Entscheidungen an, die ihr treffen dürft und sollt und auch müsst, was aber nicht schlecht ist, ne? Für euch selber, auch für eure eigene Kraft, für euer Halt, für euer Ankommen, für eure Verankerung. Ne? Manches auch, das ist auch für mich hier so auch ganz klassisch, wirklich diese Verwurzelung nochmal ganz woanders hin. Vielleicht erfahrt ihr gerade im Inneren auch so eine Reise in euch, die euch sagt, ich muss Entscheidungen treffen, weil hier und da und vor Ort und wo ich jetzt bin, da bin ich nicht glücklich. Ob das jetzt mit Menschen zu tun hat, ob das mit der Umgebung zu tun hat, mit dem Job etc., das wisst ihr am besten. Aber dann kommen auch die Entscheidungen jetzt. Und jetzt kommen vielleicht auch nochmal dieses Revue passieren lassen, was möchte ich. Und dann automatisch, wenn wir im Fluss sind, kommen auch Möglichkeiten. Ne? Das wisst ihr auch, wenn wir irgendwas auch in die Wege bringen, wenn wir Steine ins Rollen bringen, dann kommt ganz viel auch auf uns zu. Ne? Aber wir dürfen natürlich nicht immer nur abwarten, weil abwarten, da verändern wir nichts. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für Unterstützungskarten von den Feen bekommen. Beziehungsweise eine Karte natürlich. So, hier nehme ich mir mal jetzt für uns eine Karte. So, ich nehme mir diese Karte. Dachte ich gerade schon, ich hätte zwei, aber nein, es ist eine. So, und dann nehme ich uns noch eine Energiekarte. Weil wir wollen ja auch noch eine Unterstützungskarte haben. Da wünsche ich mir jetzt diese Karte für uns. Das habe ich jetzt gut gesagt. Ne? Ich wünsche mir diese Karte für uns. Hoffentlich ist sie auch den Wunsch wert. Ne? Naja, alles ist es wert, aber hoffentlich ist mein Wunsch auch ein schöner Wunsch mit dieser Karte jetzt. Ja, oder wird ein schöner Wunsch realisiert werden mit dieser Karte. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Da haben wir Flower Power. Okay, passt ja zum Baum, ne? Flower Power. Erkenne dich öfter an Blumen und verwende Blütenessenzen, um deine persönlichen Heilkräfte zu verstärken. Wow, und das ist mit dem Baum, was habe ich vorhin auch so schön gesagt, mit Vitalität und Kraft und alles. Ne? Ich lese nochmal vor, Flower Power. Erfreue dich öfter an Blumen und verwende Blütenessenzen, um deine persönlichen Heilkräfte zu verstärken. Ja, und wisst ihr,
Ich münze das jetzt gar nicht unbedingt nur auf Blumen, auf Blumen, Blütenessenzen etc., sondern oder dass du dich mit Blumen umhüllen darfst. Natürlich dürfen wir uns auch mal zwischendurch mal Blumen gönnen, gar keine Frage. Ne? Also es ist auch ganz wichtig, uns mal selbst was zu gönnen. Das muss ja gar nicht teuer sein. Das muss ja, heißt nicht damit, dass wenn nicht, dass ich nicht wir oder ihr halt auch die Blumengeschäfte unterstützen dürft, auch in der heutigen Zeit oder allgemein die kleinen Einzelhandelsläden. Aber man kann sich auch mal, ich sag jetzt mal, in einem Discounter, in einem Geschäft, halt ganz normalen Lebensmittelgeschäft, auch mal einen Strauß Tulpen etc. mitnehmen. Die kosten da nicht viel oder ein paar Rosen. Und das, da umgebt ihr euch auch. Das ist ja, ihr verschönert das zu Hause. Man hat mehr auch ein Lächeln natürlich dann auch parat. So, das wollte ich aber mit der Karte gar nicht sagen. Für mich heißt es hier, in Bezug auf den Baum, und ich habe ja vorhin von Vitalität gesprochen, ne? Es geht darum, jetzt deine persönlichen Heilkräfte zu verstärken. Ja, da zu schauen, wo du hin möchtest, was du verändern darfst in Verankerungen mit Menschen, Beruf etc., ne? Häuslich, Umgebung, weil die Entscheidungen kommen jetzt. Die möchten auch gefällt werden. Vielleicht ist es jetzt gerade schon bei dir 5 vor 12, vielleicht ist es auch schon 12 oder 5 nach 12, weil es dir einfach auch vitalitätsmäßig nicht gut geht. Und das finde ich so schön, weil die Heilkräfte sich zu verstärken oder seine eigenen Heilkräfte zu verstärken, heißt ja, dass wir Kraft wieder aufbauen dürfen. Und dass, woher wir die Kraft auch nehmen, ne, das dürft ihr jetzt auch entscheiden. Ne? Dafür sind auch hier die neuen Möglichkeiten, neuen Wege auch da. Aber es heißt auf jeden Fall, es geht darum, dass ihr euer inneres Ich auch stärkt, euer vielleicht auch, ich sage jetzt mal, eure Seele letztendlich eine Stabilität wieder bringt. Vielleicht ist die wirklich aus dem Ruder gelaufen, aus dem Gleichgewicht, weil jobmäßig nicht alles gut läuft, weil es Familienmitglieder gibt oder Partnerschaften gibt, wo zwar eine Verankerung da ist, aber man weiß nicht mehr, ob man das noch weiterleben möchte. Es macht einen vielleicht krank, es macht einen nicht mehr glücklich, ne? Und dann dürfen Entscheidungen getroffen werden und dann darfst du deine Heilkräfte auch hier wirklich verstärken. Deine persönlichen Heilkräfte sollen verstärkt werden. Und geh dafür vielleicht auch raus, genieße es in der Natur. Vielleicht kriegst du auch den Hinweis, dass du in der Natur mal drüber nachdenken darfst, wo du Ruhe hast, ne? Welche Entscheidungen du diesbezüglich auch treffen darfst. Und bei manchen wird es halt große Entscheidungen geben, bei manchen sind es vielleicht kleine. Einfach, und ich sage jetzt bewusst, einfach nur, dass du wieder Glück hast. Und wenn es das kleine Glück erstmal ist, auch wieder spüren darfst, dass du hier in deine Kräfte, in deine Stabilität kommst, dass du Wachstum spürst, dass du merkst, dass wieder neue Wege auch möglich sind, dass du wieder Licht am Ende des Tunnels sehen kannst und auch leben darfst. Ne? So, jetzt nehmen wir uns die Energiekarte nochmal dazu. Was haben wir da Schönes? Wenn du wüsstest, schaut mal, was das hier für eine Energiekraftkarte ist. Wenn du wüsstest, wie sehr du geliebt und wertgeschätzt wirst von der Quelle allen Seins, den Engel und deiner Seele, du würdest jeden Tag mit tiefer Freude, unendlicher Neugier und großer Dankbarkeit beschreiten. Ist das nicht mega? Ich habe da vorhin gesagt, ich wünsche mir uns diese Karte, diese Energiekarte. Und ich lese jetzt nochmal vor. Wenn du wüsstest, wie sehr du geliebt und wertgeschätzt wirst von der Quelle allen Seins, den Engeln und deiner Seele, du würdest jeden Tag mit tiefer Freude, unendlicher Neugier und großer Dankbarkeit beschreiten. Also ich sage ganz ehrlich, ne, das ist jetzt so ein Unterstützer hier auch nochmal. Wenn du wüsstest, wenn du Entscheidungen endlich mal getroffen hast, ich haue jetzt mal ein bisschen hier raus, ne? Jetzt kommt mein Coach hier raus. Wenn du wüsstest, wenn du das endlich hier realisierst für dich, wenn du endlich wieder hier zu deinen Heilkräften kommst, wenn du endlich in deine Stärke hier kommst, wenn du endlich wieder Luft auch atmen kannst, Luft so, dass du genießen kannst, dass du durchatmen kannst, sagen kannst, ja, mir geht es wieder gut. Ich bin in einer guten Verankerung. Ich fühle mich mit den Menschen jetzt hier wohl. Ich fühle mich in der Umgebung wohl, weil ich habe die Entscheidung für mich getroffen, dass es jetzt anders laufen wird. Dass ich endlich Wachstum, Stabilität in Berufspunkten haben möchte. Mit den Menschen, die mich umgeben. Ich möchte vielleicht neue Freundschaften. Ich möchte neue Partnerschaften. Naja, neue Partnerschaften, eine reicht ja, ne? Aber ich möchte eine neue Partnerschaft. Oder ich möchte was verändern in der Partnerschaft. Ich möchte es wieder schön für uns machen. Für mich vor allen Dingen, und das überträgt sich ja auch, wenn du glücklich bist, wenn du es schön machst, auch mit Blumen etc., dann merken das andere Menschen oder ein anderer Mensch um dich herum auch, weil du dann lächelst, weil es dir gut geht und das überträgt sich. Ihr wisst, alles ist ein Spiegel. Und deswegen finde ich diese Energiekarte, die pusht nochmal so richtig, wenn du wüsstest, ne?
Und ich finde das mega. Also bau darauf auf. Und es geht darum, wirklich um dich jetzt, um dich in die Kraft, in die Balance, auch wieder in die Stabilität, in dein Wachstum zu bringen. Was immer der Anker hier für dich auch bedeutet, Situation, Umgebung, Beruf, Selbstständigkeit, mit Menschen, Familienmitgliedern oder mit einem Menschen, mit einem Partner, potenziellen Partner. Treffe die Entscheidungen. Wenn du wüsstest, wenn du diese neuen Wege gehst, wirst du ja auf jeden Fall dein Glück wieder spüren können oder erst recht jetzt spüren können. Ne? Und umgib dich auch für dich selbst, belohne dich, umgib dich mit schönen Dingen. Ne? Das steht für mich auch nochmal mit Flower Power. Dass das, was dir gefällt, was dich glücklich macht, das realisiere jetzt auch. Ihr Lieben, ich drücke euch mega dolle. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel natürlich hier wiedersehen. Freue mich auch über den Daumen hoch. Und bis dann, alles Liebe euch. Tschüss.